Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr zu diesem Video wieder eingeschaltet habt. Ich habe euch heute wieder eine Schnipselparty mitgebracht. Das heißt, jede Menge kurze Telefonate, die so nicht für ein eigenes Video gereicht haben, aber doch trotzdem ziemlich aufschlussreich darüber sind, was wir da genau für nette, herzallerliebste Menschen, naja, eigentlich eher Betrüger, an der Leitung haben, die uns einfach so das Geld aus der Tasche ziehen möchten, ohne irgendeine Leistung zu bieten. Ich wünsche euch nun viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit unseren vielen kurzen Telefonaten. Teilen. Doch zuerst, falls noch nicht geschehen, wäre es ganz nett, wenn du den Kanal abonnierst, am besten gleich mit Klingelglöckchen, weil dann verpasst du auch in Zukunft kein weiteres Telefonat mehr. Ja. Guten Tag. Tag. Mein Name ist Ernst Hies. Ich rufe Sie an, um Ihre Bestellung für das Produkt Dr. Mary zu bestätigen. Ja. Ich wünsche Ihnen erstmal einen schönen Feiertag und ich möchte die Versanddaten bestätigen. Darf ich? Ja. Okay, super. Also habe ich das Vergnügen mit Herrn Patmanach, Peter? Ja. Okay, super. Ihre Adresse, Braunstraße 77, 12055 Postleitzahl, Berlin. Ihre E-Mail-Adresse peter.patmanach@gmx.net. Ist das richtig? Ja. Okay, super. Das freut mich. Also, ich bin ein Spezialist für Pilzerkrankung und ich habe eine kurze Frage an Sie. Sind Sie auf Empfehlung zu mir gekommen? Von Bekannten oder anders? Ja. Also auf diese Weise? Ja. Auf Empfehlung? Ja. Okay, super, das freut mich. Also viele von meinen, es gibt die Schützlinge, die auch auf Empfehlung zu mir kommen und das freut mich sehr, weil ich jedem helfen möchte, die besten Ergebnisse zu bekommen. Deswegen, ja, sieht das so aus. Und als Spezialist möchte ich Ihnen erklären, wie wir das Produkt richtig und auf gesunde Weise verwenden sollten, um sicherzustellen, dass wir die besten Effekte bekommen. Auch in Ihrem Fall. Also jeder Fall ist anders. Deswegen habe ich ein paar Fragen an Sie. Darf ich? Ja. Okay. Also ich bitte Sie um ehrliche Antworten. Okay? Ja. Okay, super, das freut mich. Also, verzeihen Sie mir bitte, aber ich muss danach fragen, wie alt Sie sind. Ja. Wie alt Sie sind? Hallo? Ja. Könnten Sie mir sagen, wie alt Sie sind? Ja. Hallo? Ja, ja. Also, ich habe nichts gehört, wie alt Sie sind. Ja. Also, könnten Sie auf die Frage antworten, wie ja, alt ja. Sie sind? Also, wie viele Jahre? Ja. Okay, also, ja, ich muss das Gespräch beenden, weil ich nicht weiß, was Sie sagen. Also, ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und tschüss. Ja. Ach, ist es nicht nett, was man da alles so Schönes am Telefon angeboten bekommt. Ja, es ist hier natürlich keine Beratung, aber ich habe übrigens die Challenge gewonnen in den Kommentaren, was sich mal jemand gewünscht hat, dass ich ein gesamtes Telefonat nur mit Ja antworte. Ich glaube, ich habe mit den verschiedenen Variationen und Varianten davon noch ein kleines bisschen was on top gepackt. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß mit dieser Folge. Auf jeden Fall haben wir den hier damit ordentlich in die Flucht geschlagen. Nun, aber hier muss man eben nochmal erklären, dass das ein Betrüger ist, wo man sich auf der Webseite selbst eingetragen hat, um seine komischen Wunderpillen dazu bestellen. Das Problem ist, dass die A nicht helfen und B vielleicht sogar euer Problem verschlimmern könnten, weil keiner so richtig weiß, was da drin ist. Im besten Fall ist es Mehl, dann bezahlt ihr teuer Geld für Mehl. Im schlechtesten Fall sind da noch irgendwelche gruseligen anderen Stoffe mit implementiert in diesen komischen Pillchen. Nun, aber ihr tragt euch auf der Webseite ein, denkt, ihr bestellt das Produkt auf der Webseite zu dem tollen, unschlagbaren Preis, der da steht, klickt dann auf Bestellen, nachdem ihr euren Namen und eure Telefonnummer schon eingetragen habt und denkt,
dann vielleicht, ihr geht jetzt weiter zur nächsten Bestellmaske, um noch irgendwas einzutragen, eure Adresse zum Beispiel. Nee, da klingelt dann das Telefon und dann habt ihr so einen dran, der euch dann noch größere Pakete verkaufen will und das als Beratung tarnt und nach eurem Alter fragt und Voodoo. Naja, nun, aber hier kann man dann noch mehr Geld ausgeben, wenn die anrufen. Das ist übrigens auch der Sinn und Zweck, dass sie euch anrufen, dass man einfach noch größere Päckchen bestellt, als das, was man da auf der Webseite gesehen hat. Hallo, mit wem spreche ich denn da? Inspektor Wu. Guten Tag, Herr Schaller, Herr Karl Steiner, sind Sie? Tag. Herr Steiner, ich kontaktiere Sie von der Reisefest. Wir bekamen Informationen, dass Sie auf dem Finanzmarkt Geld investiert und Sie haben Probleme mit der Auszahlung. Bestätigen Sie es, Herr Karl? Sie müssen noch mal ein bisschen deutlicher sprechen. Okay, Herr. Vielleicht 250 oder 500 Euro in Kryptowährung investiert. Was ist damit? Haben wir eine Kryptokonto herausgefunden und die Summe gehört bei Ihnen persönlich und auf Ihrem Hausbank. Auf diesem Grund, mit mehr Wissen, haben Sie Kryptokonto, Kryptobank, meine ich. Ihr Mikrofon ist irgendwie schlecht eingestellt. Okay, Herr, ich möchte wiederholen noch einmal. Ich sage, Ihr Mikrofon ist schlecht eingestellt. Jetzt hören Sie meine Stimme. Ja, die Stimme höre ich, aber ich verstehe nicht so richtig, was Sie sagen, weil die Qualität des Anrufs ist irgendwie etwas unterbelichtet. Oh, wie schade. Auf diesem Grund, ich versuche einfach per E-Mail weitermachen. Haben Sie E-Mail-Adresse, Herr Steiner? Nee, sowas habe ich nicht. Die habe ich gestern weggeworfen, weil da waren die Batterien leer. Und Herr Gerald, haben wir Ihre Konto herausgefunden und die Summe gehört bei Ihnen persönlich. Auf diesem Grund darf ich bitte mehr wissen, haben Sie das Geld in Kryptowährung investiert? Welches Geld meinen Sie denn da? Wie bitte? Welches Geld meinen Sie denn da? 250 Euro in Kryptowährung. Woher habe ich das Geld? Herr, haben wir eine Blockchain-Konto herausgefunden und ich denke, die Summe gehört bei Ihnen und niemand anders. Auf diesem Grund können Sie die Auszahlungsprozess starten. Ja. Aber brauchen Sie eine Ausweisbild, sonst können wir einfach uns klarstellen, dass Sie die richtige Person sind, Herr Gerald Steiner. Was brauchen Sie da? Ausweisbild. Ein Ausweisbild. Richtig. Nee. Eine Okay, Herr. Ich entschuldige mich für die Störung. Ja, tschüss, Betrüger. Schönen Tag noch. Ja, tschüss, Betrüger. Bitte? Ja, ich sage nee, tschüss, bitte, Betrüger. Herr, du Rüpel. Herr Charlie, Herr Steiner, was passiert? Oh. Können Sie ganz kurz erklären? Ja, ich sage du Rüpel, du Betrüger, du schwieriger Lappen, du. Warum? Ja, warum, weil du unanständig bist. Herr Steiner? Du bist so schmutzig. So schmutzig. Wie schade, Herr. Ja. Einfach lassen Sie mich ausreden. Ja, ich lasse dich ausreden, du Schmutziger. Ich lasse dich die ganze Zeit reden, damit du noch ein bisschen reden kannst. Rede ich die ganze Zeit, damit du mir richtig schön viel reden kannst. Findest du das gut, wenn wir uns so richtig schön viele Sachen anreden, ja? Oh, das hat gut getan, dass wir mal ein bisschen miteinander geredet haben. Findest du nicht auch? Reden ist ja immer, so sollte man ja heutzutage mittlerweile ganz gut schätzen, dass man miteinander redet, ja? Weil es geht ja nur, wenn man miteinander redet und sich miteinander aussprechen lässt. Das ist ja mal ganz wichtig, ne? Findest du nicht auch, dass wir das alles machen sollten und immer alle so schön miteinander ausreden lassen, ja? Dass wir uns dann schöne Sachen erzählen können, wenn wir da reden. Kann man die ganze Zeit irgendwas Schönes erzählen. Und ich finde, das ist auf jeden Fall immer ganz wichtig, dass man sich mit... Na, was ist wohl so komisch an diesem Gespräch? Also, er spricht ja wirklich, weiß ich nicht, wie ein Psychopath, der uns hier irgendwas verkaufen will. Was anderes kann es ja wohl echt nicht mehr sein. Also, ich kann es nur immer wieder sagen, wenn ihr irgendwelche komischen Stimmen am Telefon habt, die kaum versteht, die Sprache schlecht ist, da ein Krach im Hintergrund ist, dass alles irgendwo unseriös wirkt, lasst da immer sofort die Finger von. Denn ihr könnt sie euch nur verbrennen, wenn ihr solche Leute am Hörer habt. Denn die wollen euch definitiv nichts Gutes. Die wollen euch nur die Kohle außer Tasche ziehen. Haben wir jetzt hier schon oft genug auf dem Kanal gehört. Es geht einzig und allein darum, dass man an euren Geldbeutel möchte. Das war's dann auch schon. Irgendeine Leistung bekommt ihr nicht. Geld auszahlen geht bei sowas sowieso grundsätzlich nie. Es ist immer eine Einbahnstraße.
Ja, guten Tag. Hallo. Hallo. Spreche ich mit Herrn Schriftig? Ja, Herr Schriftig am Apparat. Am Apparat ist Maria Schulz. Ich erreiche ja. Sie von Olaf-Organisation. Haben Sie Kurzzeit? Von der Urlaubsorganisation? Olaf, das ist Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung, Europäischen Kommission. Wir arbeiten in 12 Städten. Haben Sie Kurzzeit? Ui, das klingt aber wichtig. Ja, dann habe ich Zeit. Wir kämpfen gegen Online-Betrugsfälle, Herr Thorsten. Und haben Sie Erfahrung Online-Handel? Haben Sie Geld verloren oder Geld investiert? Nee, ich habe ein Problem. Da muss ich ja gleich ehrlich dann sein, wenn Sie als Behörde anrufen, ja? Unter dem Namen hat gegeben Blockchain, Herr Thorsten, weil ich anrufe. Ja. Ich habe keine mehr Interesse und ich nur überprüfe, dass Informationen richtig oder falsch verstehen. Ja, also Sie sind da so eine Behörde, wo man ehrlich antworten muss. Hallo. Das ist falsche Information? Na, die Frage ist, ob Sie eine Behörde sind, wo man ehrlich antworten muss. Oh, unter dem Namen wurde das Geld in Kryptowährungen umgetauscht. Das ist alleine gemacht oder mit Broker? Nee, ich habe da ganz schön viele Menschen abgezockt. Ich habe die immer angerufen und gesagt, dass ich ein Trading-Unternehmen bin. Ich weiß, Herr Thorsten, ja. ich weiß, weil wir kämpfen gegen Online-Betrugsfälle und weil ich anrufe und überprüfe, dass Informationen richtig oder falsch. Bitte machen Sie Google Chrome und schreiben das Firma Olaf und sehen Sie, was machen meine Firma. Ja. Aber ich weiß, viele Firmen anrufen und sagen dieses. Und wir kämpfen gegen Online-Betrugsfälle jeden Tag und wir Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung. Unter ihrem Namen hat gegeben Blockchain und ich rufe und überprüfe, dass Informationen richtig oder falsch, weil ich anrufe. Haben Sie Geld verloren oder Geld investiert? Weil unter ihrem Namen ist bestätige Transaktionen. Ja, ich habe. Also das sind bestimmt schon 1000 Leute jetzt, die ich betrogen habe. Ich weiß, Herr Thorsten, ich weiß. Ja. Viele Betrüger jetzt im Finanzmarkt. Aber ich anrufe, verloren Geld, weil meine Company hat interessant, dieses Geld zurückbekommen. Also Sie wollen ihr Geld jetzt wieder zurückhaben? Meine Company zurückbekommen dieses Geld und verloren Geld im Finanzmarkt mit alleine gemacht oder Broker. Ich interessiere dieses. Bitte gib mir genaue Antwort. Das habe ich alleine gemacht, den ganzen Skandal hier, ja. Also ich habe immer die Leute angerufen und habe denen dann erzählt, dass sie reich werden und dann haben die mir ganz viel Geld überwiesen. Ich weiß, wir arbeiten mit FCA und ich schicke ihnen Mailadresse, diese Information, Herr Schiffig, und bitte gib mir Antworten, okay? Weil das ist sehr wichtig in meiner Company. Das ist Information, das ist, okay? Jetzt, ich schicke in E-Mail-Adresse diese Information und nächstes Mal wir telefonieren und meine persönliche WhatsApp oder Telefonnummer, ist mir egal. Verstehe? Ist auch egal, ist mir egal, Okay, ich schicke Ihnen meine Adresse. Hast du dich verarschen lassen? Ja. Wie viel Geld habe ich dir denn geklaut? Wie bitte? Ich höre ganz schlecht. Wie viel Geld hast du denn verloren? Wie viel Geld verloren? Ich habe diese Frage. Ja, ich habe diese Frage gestellt, gut. Okay, ich schicke E-Mail-Adresse diese Information, bitte gib mir Antworten, okay? Na, aber ich habe dich doch zuerst gefragt, wie viel Geld du verloren hast, Schnecke. Ah, Julia. Ja, da war jetzt eine Frage. Ja, auch das habt ihr euch mal in den Kommentaren gewünscht, dass ich einfach mal den Spieß umdrehe und so tue, als wäre ich der Betrüger, wenn die da so anrufen. Naja, aber das hier ist Olaf. Also irgendeine komische Behörde, die, also angebliche Behörde, die jetzt gegen Geldbekämpfung ist. Dabei sind's doch selbst die Betrüger. Es wird immer haarsträubender. Ja, aber es wird verrückt. Also fallt auch nicht rein, wenn euch irgendeine Behörde am Telefon anruft. Denn
Euch ruft keine Behörde einfach so an. Die schreiben euch einen Brief und der ist dann auch noch glaubhaft. Aber das, was hier passiert, ist einfach nur haarsträubend. Aber die kapiert ja nicht mal, wenn ich ihr eigentlich die Geschichte umgedreht habe und habe mich als Betrüger hingestellt, dass ich derjenige wäre, der die Menschen betrügt. Ja, aber auch das hat sie nicht verstanden. Ziemlich komische Behörde. Na, nur gut, ja, bei Behörden ist immer alles ein bisschen komisch, das wissen wir auch so. Aber das hier schlägt doch echt im Fass den Boden aus. Ja, hallo. Hallo, guten Tag. Spreche ich mit Frau Perfik? Ja. Mr. Parat, Perfik, ich erreiche Sie von Zentrale Kryptobank Blockchain wegen der Transaktion, die wir auf Ihren Namen bekommen haben. Was ist denn das? Es kommt von Handelsunternehmer, Herr Fick. Sie haben Geld investiert bei Brokern, Plattformen und nie Ihr Geld zurückbekommen. Stimmt das? Nee. Nie? Nee. Entschuldigung, ich sehe unter Ihrem Namen eine Bitcoin-Transaktion und hier steht, dass Sie haben inzwischen 100 bis 150.000 Euro verloren und deswegen ja, erreichen Sie vor Rückzahlung. Unter Ihrem Namen steht 4,99 Bitcoin. Aha. Und erinnern Sie sich daran gar nichts? Nee, keine, wo kommt das Geld gemacht her? Es kommt von unserem System. Wir sind zentrale Kryptobank Blockchain und wir beaufsichtigen alle Handelsunternehmer und alle Kryptobanken. Und wir haben unter Ihrem Namen eine Transaktion bekommen. Ja, aber ist Bitcoin nicht eigentlich anonym und dezentral und kann nicht zurückverfolgt werden? Vor Rückzahlung, Sie brauchen nur ein Kryptokonto zu haben, Herr Fick. So, das ignorieren Sie dann einfach, was ich gesagt habe. Entschuldigung, ich kläre Sie, ja. Wir arbeiten mit Interpol und das ist internationaler Betrug. Diese Daten von ihr bei uns Interpol weitergeleitet, okay? Und wir erreichen konnten, dieses Geld einfach zurückzuerstatten. Aber ich dachte, es ist von Ihnen weitergeleitet worden. Ich dachte, Sie sind da irgendwie die Kryptobörse und Sie haben das... Haben Sie doch so erklärt gerade. Was hat ein Interpol jetzt damit zu tun? Weil das ist internationaler Betrug. Diese Handelsunternehmer war Betrüger und angezeigt worden. Und deswegen, von wem denn? Der musste alle... Von was? Von wem wurde der denn angezeigt? Dieser Handelsunternehmer war selbst umregulierte Plattform. Und da werden alle Transaktionen blockiert. Aber Sie sagten, der wurde angezeigt. Wer hat ihn denn angezeigt? Unsere Kunden haben diese Handelsunternehmer angezeigt. Aha. Welches Handelsunternehmen denn genau? Nee. FC Financial Ltd. ist offizieller Name. Das ist die Gruppe von Handelsunternehmen. Also das ist das Betrügerunternehmen? FC Financial Ltd. heißt dieser Handelsunternehmer. FC Financial? Financial Ltd. Ja. LTD, so das ist das Betrügerunternehmen. Ja, das war umregulierte Plattform. Aha. Und wer sind Sie jetzt genau? Und jetzt, mein Name ist Emma Stone. Ja, Emma Stone, ja. Sie klingen auch Stone, da haben Sie recht. Aber wie ist denn das, aber wie heißt Ihre Firma? Von wem aus rufen Sie jetzt genau an? Wer sind Sie denn? Zentrale Kryptobank Blockchain. Also Sie heißen Zentrale Kryptobank Blockchain. Richtig. So heißen Sie richtig, also Ihr Unternehmen. Blockchain. Ach, nur Blockchain. Ja, aber ja? Sie sprechen ja Rätseln. Sie sagen ja zentrale Kryptobank Blockchain. Entschuldigung. Wie heißen Sie denn jetzt? Mal jetzt Blockchain. Ich habe schon gesagt, das ist zentrale Kryptobank. Weil die Blockchain ist ja... Die Blockchain ist ja dezentral, ist ja anonym, da stehen ja keine Namen drin. Woher haben Sie denn meinen Namen? Ich habe schon gesagt, dass Sie haben Geld investiert. Sie haben mir das, Sie haben keine Investition gemacht. Ja, das haben Sie gesagt, aber das ergibt ja so keinen Sinn. Woher haben Sie denn meinen Namen? Weil die Blockchain, da steht er ja nicht an. Sie haben bei Handelsunternehmer registriert. Sie haben Ihre Nummer, Telefon, Name, Nachname, E-Mail-Adresse angegeben. Es ist in Ihr System nicht gespeichert. Ja, ist im System nicht gespeichert bei Krypto, das ist richtig. Aber wie kommen Sie denn da jetzt?
Ja, und sobald man dann eine kleine Frage stellt und versucht, das Ganze mal so ein kleines bisschen zu verstehen und nachzuvollziehen. Bums, ist aufgelegt, da ist sie wieder weg. Tja, bevor wir aber mit noch ganz vielen, 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 vielen Teilen weitermachen, die ich euch auch noch mitgebracht habe, ihr wünscht euch ja auch die Mikroschnipsel, die so ganz übergeblieben sind, sind ja auch mal ein paar lustige Sachen mit dabei, möchte ich mich noch ganz herzlich beim Guido Mertens bedanken, der nun schon seit einem Monat hier als Kakerlaken-Fan den Kanal unterstützt. Möchtest auch du den Kanal unterstützen? Dann klicke gerne auf den Button Mitglied werden und füll die Kaffeekasse von Callcenter Abzocke ein kleines bisschen auf. Mit dem Klick auf Mitglied werden, den Link findest du auch in der Videobeschreibung, kannst du hier viele kleine Vorteile vom Kanal erhalten. Und mit dem Klick auf den Link verrate ich dir auch welche. Ja, hallo. Hallo, good afternoon. May I talk to Gerald Steiner? Auf Deutsch labern. Pardon? Was denn? I'm calling from Payback. Ja, richtig reden, bitte. Nicht so ein komisches Zeug. Do you speak English? Nee, wir sind hier in Deutschland. Hier wird Deutsch gesprochen. No, we don't. Das ist nicht mein Problem, dass du das nicht kannst. Musst du lernen, damit du besser abzocken kannst wie die anderen. I'm calling for the recovery of your funds, sir. Tja, da hast du kein Glück. Ja, schön. Und? Ja. Hallo, Papa Fick. Hallo? Ja, wie kann ich denn behilflich sein? Papa Fick, sprechen Sie Englisch? Nö. Wir sind ja hier in Deutschland, da können wir auch Deutsch sprechen. So Deutsch sprechen? Sprechen Sie Holländisch? Nee, nur Chinesisch. Moment. Mhm. Ja? Hallo. Erik Andersson, ich rufe Sie von FATF. Du hast in Krypto und ein Problem mit der Auszahlung, stimmt? Das stimmt. Wie Sie vielleicht wissen, wurde eine Gruppe von Betrügern niedergestellt und Sie bekommen Ihr Geld zurück. Ach so, also so ein Betrüger wie Sie. Ich sehe nur, es ist Transaktion, erste Investition, das war 250 Euro, stimmt? Nee, das stimmt nicht. Das haben Sie sich gerade ausgedacht. Wie viel haben Sie investiert? Gar nichts, noch nie. Ciao. Wie steht da bitte? Hallo, schönen guten Tag, ich spreche mit Herrn Luk. Ja, wen habe ich denn da dran? Wer ist denn heute? Mit wem spreche ich denn da bitte? Ich bin Laura und ich hoffe, Sie wollen Safe Capital. Ich verstehe leider kein Wort, Sie nuscheln sehr extrem. Ich bin Laura und ich hoffe, Sie wollen Safe Cap. Ihr Name ist Frau Laura. Ja. Aha. Und ich rufe Sie wollen Safe Cap und Sie wollte Ihnen über Onlinehandel informieren. Ich verstehe leider den Firmennamen nicht. Okay, danke schön. Jemante? Mhm. Ich melde mich wegen Ihrer Interesse in Online-Handeln. Hallo? Ja, und du? Sprechen Sie Deutsch? Nee. Und du? Sprechen Sie Englisch? Nee, nur Pakistanisch. Oh mein Gott. Ja. Hallo? Hm? Hallo? Regina Lindemann? Ich heiße Victoria Reides und ich rufe von der UpTarget Handelsplattform an. Hatten Sie Interesse in Handlung? Was für eine Handlung? Die Investitionen. Was für eine Investition? Investitionen in Aktien und das, ja. Yeah. Wie kommen Sie da auf mich? Oh, entschuldige bitte. Vielen Dank. Tschüss. Aha. Ja. Ms. Fromm, Quality Designs. How are you today? Oh, du musst mal Deutsch quatschen. Sorry? Deutsch? Well, I'm a business development manager at Quality Designs. We specialize in providing excellent quality vector graphic services. We are excited to offer our new customers a free design to showcase our quality and efficiency. So, would you like a free vector design? Oh, das ist aber toll, was du da so schönes erzählst. Hello? Ja. Tag. Tag. Ich bin Emma und ich rufe Sie vom Blockchain System Finanzabteilung. Aha. Wir haben eine Bitcoin-Transaktion mit Ihren Daten erhalten, aber leider ist es gefroren. Sind Sie zu Hause bitte? Wie meinen Sie das? So, ich werde dein Konto zeigen und ich erkläre, wie Sie Ihr Geld zurückerhalten können. Aber für das, wir brauchen einen Computer und eine Desk-Verbindung zusammen.
Was ist das? Ja, schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Ja. Herr Peter spricht am Apparat. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Herr, die Qualität der Leitung ist ja schlecht. Hallo, schönen guten Tag. Herr Miller, ich bin das wirklich nicht gut. Ich mal anrufen, ich höre Sie nicht. Hallo, schönen guten Tag. Okay, ich höre Sie nicht. Ja, jetzt hören Sie mich gut. Können Sie mich bitte nochmal anrufen? Ja, okay, alles klar. Also jetzt wird es langsam eine Form von Belästigung. Good day. Newsring? Was? Ihre Verbindung ist dermaßen kaputt, man kann sie nicht verstehen. It's FRCA. Das kommt davon, dass man da lauter Kakerlaken auf den Positionen hat, die nichts können. Außer, dass sie nicht den ganzen Tag Geld in labern. Das ist ja wirklich eine absolute Katastrophe da bei euch. Vielleicht solltet ihr da mal weniger Betrüger an die Telefonleitung setzen, damit dann die Leitung nicht überlastet. Weil es klingt ganz stark danach, als würden einfach viel zu viele Leute am Telefon sitzen und die Qualität ist völlig vormaß. Oder sie sollte das vielleicht mal technisch trennen mit den Leuten, die da im Internet surfen. Hallo, Herr Thaler. Hier spricht Ihre Kontoberaterin Lisa Müller von Rheines Kapital Finanzplattform. Und Sie haben sich bei uns angemeldet, richtig? Mhm. Und jetzt brauchen wir Ihre Handelskonto aktivieren, damit Sie Geld haben können, ja? Herr Thaler, hören Sie mich? Mhm. Hallo? Mhm. Herr Thaler, hören Sie mich? Mhm. Können Sie bitte Ja oder Nein sagen? Mhm. Einen wunderschönen guten Tag. Einen schönen guten Tag, Herr Arndt. Siehst du, so viel zum Thema, du musst jetzt arbeiten. Da sehen wir ja, dass du nichts zu tun hast. Das finde ich interessant, dass du nichts Besseres zu tun hast. Mensch, lustig, tralalala, nichts kannst du, außer Blödsinn erzählen. Aber daran ist ja total bestätigt, dass bei dir wirklich nur Müll aus deinem Gesicht kommt. Ja, außer, dass du zugegeben hast, dass du Betrüger bist. Das ist das Einzige, was wahr ist. Aber es ist schon wirklich armselig, dass du dich damit auch noch brüstest und das auch noch gut findest, was du da so machst, ja. Das zeigt auf jeden Fall, dass das das Allertraurigste an der ganzen Geschichte ist. Ja. Ja, was denn? Ja, grüße Sie. Kann ich mit Herrn Zog Herr sprechen? Wer sind Sie denn? Alex Südeck ist am Apparat, Herr Herzog. Ich melde mich von Accounting. Und es geht darum, dass ich schon mal investiert habe in Bitcoin. Das war circa von 2 Jahren. In 2020. Nee. Dotto. Nee. Herzog@gmail.com, das ist die mit Ihrer E-Mail-Adresse. Sie haben das Konto geöffnet. Nee, ich weiß nicht, wer hat das gemacht. Okay, dann tut mir leid für die Störung, lieber Herr. Schönen Tag. Sedulcenia. Hört sich gut an. Eine Runde weiter. Aha. Und nun, was machen wir jetzt? Singen wir nochmal was Schönes. Mhm. Warum sprechen Sie denn jetzt nicht mehr? Wir haben doch gerade so schön gesungen. Hallo? Ja. Also schön gesungen. Ja. Hallo? Schauen Sie, das heißt nicht, Herr Bratwurst? Ja. Aber vielleicht spricht Müller wegen Telefonberatungsunternehmen. Es geht um Kryptowährungen. Aha. Und was möchten Sie da? Ich möchte Ihnen die richtigen Infos über Kryptowährungen geben und ich habe ein gutes Angebot für Sie. Mensch, versteht Sie aber sehr, sehr schlecht. Warum? Weiß ich nicht warum. Ja, guten Tag. Guten Tag. Hier meldet sich die Finanzkontrollbehörde, FCA. Sind Sie Opfer Online-Investitionen oder Online-Betrug? Wir möchten Ihnen helfen, Ihr Geld zurückzuerhalten. Wenn Sie an weiteren Informationen interessiert sind, drücken Sie bitte die Nummer 1 auf Ihrer Tastatur. Wenn Sie einen Rückruf wünschen, drücken Sie bitte 2. Wenn Sie nicht interessiert sind, drücken Sie bitte 3. Wir stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihnen zu helfen. Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Bitte wählen Sie. I'm sorry. An error has occurred. With call forwarding.
Hallo. Na, wie geht's denn so? Oh, du hast doch schon wieder nur dein Mikrofon ausgemacht. Das finde ich irgendwie komisch. Also, machst du dich bereit? Oh, Mensch, seid ihr ja wohl intelligent, wa? Nachmittag komm ich zu dir, du Hurensohn, Nachmittag! Mit ja. Messer! Das ist aber interessant, was du da so Schönes von dir gibst. Herz allerliebst und höchst interessant. Ja? Ja, schon guten Tag. Mit wem spreche ich denn da? Hallo. Ja. Rede ich mit dem Herrn Gerold Steiner, ja? Ja, mit wem rede ich denn? Da spricht Ellen Weber, Herr Steiner, und ich rufe Sie von Blockchain an. Mhm. Und was möchten Sie? Ja, Sie haben online gehandelt, da wollte ich überprüfen, ja, ob Sie das Geld zurückbekommen haben, Herr Steiner. Inwiefern geht Sie das was an? Ja. Ja, hallo. Schönen guten Tag, Herr Breit. Guten Tag. Ich melde mich nochmal bitte wegen der Bestellung, die Sie gestern gemacht haben. Wir werden das ab heute bei Ihnen liefern. Für die beiden Behandlungen kommt das Produkt in den ganzen Betrag mit 434 zusammen. Bevor ja. Sie das erhalten, bekommen Sie nochmal einen Anruf von der Postbote. Okay? Ja, prima. Okay, ich wollte Ihnen nur informieren nochmal heute. Das wird bei Ihnen ab heute geschickt und in den nächsten Tagen zu Hause geliefert. Ja, prima. Okay, bedanke mich schon und einen schönen Tag an Sie. Ja, tüdelü. Tschüss. Tschüss. Ja, hallo. 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 Ja. Hallo, guten Abend. Ja, was denn? Ja, von Firma Shop Online rufe ich an. Mein Name ist Andreas. Ich bin der Berater von der Firma. Meine Auf dem Sonntag um 20 Uhr. Ja, okay. Vielleicht ist es zu spät. Ja, haben Sie recht. Okay. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Entschuldigung für die Störung, ja? Ja. Ciao, ciao. Einen schönen guten Tag. Guten Tag, die Firma Geberich. Nur ist mein Name. Ich rufe Sie wegen Ihrer Bestellung an. Ich sehe im System, Sie haben Kapseln Erythron aktiv bestellt. Nur kurze Informationen für Sie. Das Paket wurde in die Postfiliale gebracht. Befindet sich an Sonnenallee 208. Diese Adresse haben wir von der Hell bekommen. Das Paket dort bis zum Sonnen. Moment. Sage ich Ihnen, bis zum 1. März steht im Plan, deswegen nur diese kurze Information, vielleicht klappt es mit der Abholung. Mhm. Dann. So, dann meinerseits, meinerseits erledigt, ja, wollte ich nur kurz diese Information vermitteln, weil jo. Wie gesagt, hoffe alles klappt. Danke, dann schönen Tag noch, tschüss. Tschüssi. Ja, tschüss. Ja, das sind die ganzen Betrüger-Telefonate, die wir hier immer wieder so auf der Leitung haben. Da ist schon ziemlich viel Schund dabei. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann drückt gerne aufs Däumchen nach oben. Wenn ihr mögt, dann schaut gerne noch in die Playlist euch, ja, alle anderen Videos vom Kanal an. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.